Tja, damit sagen wir nochmal hallo, herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Auf Sprint TV, dritter Spieltag in der DEL 2. Zu Gast sind die Kassel Huskies hier in der V-Eis Arena in Weißwasser. Und Bergwas an der Bande verliert die Scheibe. Ach, und dann die erste Möglichkeit und Pfosten. Riesenglück dort für die Füchse. Und dann ist das Tor verrutscht. Gute Möglichkeit gleich zu Anfang dieses Spiels. Moritz Müller. Boah, hatte freie Schussbahn. Boah. Ah, wunderbar gespielt. Wunderbar gespielt. Da sieht er genau. Ja, den Breitkreuz. Clark Breitkreuz dort im Slot stehen. Spielt ihn punktgenau an. Hier sehen wir es nochmal in der Zeitlupe. Marcel Müller, ja, auch mit dem Fehlpass. Ja, aber. Ja, jetzt gibt es genau noch 2 Minuten. Ja, da gibt es jetzt gleich noch ein bisschen. Ja, das hat er sich hier so ein bisschen angedeutet. Nach dem Check von Kania. Abgefälscht! Und das, da ist die Scheibe endlich drin, im dritten Nachfassen, im dritten Versuch dann Fabian Dietz, der hier den Ausgleich erzielt in Überzahl. 24 Sekunden waren noch abzusitzen. 1:1 in der 19. Spielminute. Ja, ich möchte nicht sagen, es hat sich angedeutet, aber mit Kampf und Krampf haben die Füchse hier den Ausgleich erzielt. Ja, das war, glaube ich, ein Tor des großen Das Bildens. Hätte schon Hummer der Ausgleich Ecker. Sein können. Wahnsinn. Ja, und dann ist es Fabian Dietz, der flach. Ross. Abgefälscht und Hungerecker dort mit der Stockhand. Moritz Müller, der dort. Boah, geht's denn mal entschuldigen bei seinem Keeper? Ja gut, da kann er auch nichts dafür, aber. Anders erneut, gut gesehen. Schönes Tor, was für ein Ding von Bosiwil! Was für ein Hammer-Tor! Wunderschöne Vorarbeit von Tomasz Andrzej, aber das ging ja schon viel früher los. In der neutralen Zone, wo er die Scheibe erobert hat. Geht dann ins Drittel, jetzt der und wunderschöne überlegte Pass. Das Auge und Hungerecker. Keine Chance Keine für Chance. Den Keeper der Huskies. Der schöne Nick Ross. Oh, schönes Geschoss dort. Riesengewusel. Oh, Scheibe muss zurück an die blaue Linie. Noch 10 Sekunden. Ausstoß! Robert Farmer! Wunderschön erneut, gespielt! Erneuter Hammer in Richtung Leon Hungerecker. Aber was für eine Ablage von Nick Ross. Ja, sehr gut rausgespürt von den Füchsen Kebeschen. Mit dem Zug zum Tor. Ja! 4:1 Kiel Kebeschen. Kebeschen. 4:1 für die Lausitzer Füchse in der 39. Spielminute. Und es war Kiel Kebeschen. Ah, die Füchse müssen jetzt eindeutig hellwach sein in der Defensive. Ansonsten wird es hier nochmal richtig spannend. Ah, da wischt Kebeschen über die Scheibe und da ist die Scheibe im Tor. 4:2 nur noch ja, das ist das, für die Lausitzer Füchse. Die Füchse eigentlich vermeiden sollten. Hier das schnelle Anschlusstor der Huskies war natürlich super rausgespielt. Wenn du das sowas als Stockschlag fährst, musst du natürlich auch auf der anderen Seite das geben. Aber Achtung, trotzdem jetzt Kassel. Tor. Und da ist das Tor für die Huskies. Und ja, wir sehen es jetzt nicht, aber ich sehe es aus dem Augenwinkel. Cole Nielsen ist stinkesauer. Stinkesauer und bedient ohne Ende. Ja, mit Recht in meinen Augen. Ja, was soll's, wenn der Schiedsrichter pfeift, dann hast du halt so zu spielen. Es kribbelt trotzdem. Ja, die Füchse sollten es runterspielen, die 6 Sekunden. Und damit war es das. Und gewinnen am Ende nicht unverdient. 4:3. Nein. Die ersten 3 Punkte bleiben hier in der Lausitz. Es war eine mordsmäßig harte Arbeit, ein ganz, ganz großes Stück harte Arbeit. Der Grundstein, ohne für mich, wurde im zweiten Drittel gelegt. Durch die 3 Tore auf jeden Fall. In der 25. Minute mit dem Beginn, mit dem 2:1.